Ja, ich muss mal kurz hier ein bisschen... So, jetzt muss ich mein eigenes Ding zerschroten, weil sonst ist es nachher nicht mehr bei mir. So. So, Muni machen, packen wir ein. Die Muni packen wir auch ein. Können wir das hier öffnen? Wir haben Elisabeth ja gar nicht dabei. Elisabeth ist beschäftigt. Ja, wenn Elisabeth... Oh, jetzt habt ihr das, glaube ich, gehört, wie ich am Tisch geschlagen habe. Jetzt, Elisabeth ist leider nicht da. Die ist beschäftigt, die kommt in 10 Minuten und schließt uns dann die Tür auf. Also brauchen wir nur noch zu warten. Genau wie hier wahrscheinlich. Ah ne, hier können wir gar nicht aufmachen. So, ein bisschen HP wäre nicht schlecht, aber naja. Warte mal. Wir haben auch nicht mehr viel Salz, ist das Problem. Und Munition haben wir auch keine mehr, außer für die Shotgun. Sehr gut. Zwei Schuss für den Karabiner. Hallo? Ist das nicht einfach... Hä? Hätte ich das also einfach... Moment, ich nehme mir jetzt erstmal das Salz hier. Jetzt sind wir ja wieder hier. Das sind doch hier die Kabel, oder nicht? Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ach so, hier geht's lang, okay. Hat mich schon gerade ein bisschen gewundert. Entweder haust du jetzt ab oder ich bringe dich um. Kannst du dir aussuchen. Na los, hau ab! Na komm. Und wehe, du machst das Ding wieder an, Junge, dann komm ich hier nochmal hoch. Alter Schäde, fick dich, Junge. Uah, das war knapp. Wehe, du machst das Ding wieder an. Oh Gott. Okay, ich muss da runter. Ich muss sofort da runter. Oje, oje, oje. Oh fuck. Alter, die sind immer noch da. Oh mein Gott, was macht die da? Eine freie Elisabeth. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass die... Ich habe es gar nicht mitbekriegt, was sie da gemacht hat, Alter. Flieg mal eine Runde. Wie komme ich da rein? Da ist so ein Ding. So. Jetzt kannst du mal hier langsam umkippen hier. Das kann ja echt nicht sein. Dankeschön. Dann könnt ihr mal vielleicht ein bisschen was mehr fressen und so fallen lassen. Das wäre sehr nett von euch. So. Ah ne, hier haben wir nicht genug Schuss für. Müssen mit der Schrotflinte leider vorlieb nehmen. Ja, jetzt kommen wir hier auch rein. Sehr schön. Ich zeig dich, hä? Können wir denn nicht... Ah doch, hier. Befreien wir die mal. Komm her. Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Oh, das ist wie ein Matrix. Tu's einfach. Ja. Komm, hilf mir. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies es. Ja, wir bilden das Gesetz. Wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer nach... Wir gehen nicht.
Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Okay, wollt ihr jetzt gerade deinen Wirbelsturm schmeißen? Hör mal zu, Milady. Nicht so. So haben wir nicht gerechnet, ne? Damit das klar ist. Suchen wir also den Propheten. Comstocks Zeppelin ist draußen. The Hand of the Prophet nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Man, wir gehen erstmal hier rein. Lang genug. Hilf mir mal mit dem Schloss. Eine Sekunde. Ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. So, dann hätten wir nämlich das Ding hier. Gesundheit. Ich nehme mal ein paar Salze, ja. Perfekt. So, was haben die Ärzte denn hier zu sagen? Die Prozedur sollte uns sehr helfen bei den Problemen, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sabbern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Ach, fühlen sich also ganz, ich hätte die doch umbringen sollen, die Wichser. Ärzte, meinen aus, sie können alles machen. Das öffnen? Das ist alles? Keine große Herausforderung. Erledigt. Okay. Komm, ich push wieder den Button und wir verlassen diesen Bereich. Zack. Aber ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Naja, aber ich glaube, wir nähern uns schon wirklich fast dem Ende des Spiels, weil die Action, die wird immer mehr und immer mehr und immer mehr und ich glaube, bald werden wir die Bombe zünden. Es wird, glaube ich, schwer lange, ob ich das schon in der Aufnahme schaffe, weiß ich nicht, aber ich denke mal, wir werden schon ein Stückchen noch weit kommen. Auf jeden Fall hat hier schon ordentlich jemand gewütet, war ein bisschen sauer. Da hat es so gedacht, hauen wir den mal ein bisschen auf die Fresse hier. Da! Die Hand of the Prophet! Comstocks Flaggschiff! Jaja, Moment. Bleib hier. Ich mach das. So, was haben wir denn hier nochmal? Sniper-Schadensboost? Ne, das brauchen wir nicht wirklich. Revolver. Rückstoß, Karabiner? Nee. Schadensboost für den Karabiner, falls wir den nochmal benutzen, packen wir den einfach mal ein. So, und den Rest hiervon nochmal einen Schadensboost, nö. Wäre mal eher was für Munition oder so. Wacht, hier blinkt dann irgendwas. Ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Da. Oh, David. Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinschleuder. Aufregend der Start, atemberaubend die Flugkurve und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Geschafft. Geh an Bord von Comstocks Flaggschiff. Alles klar. Ich habe nur jetzt nicht gerade voll nicht mitbekommen, wo die hingeflogen ist. Was? Oh. Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern... Zieh dich um, wie Schaden macht das denn, ey? Das ist ja voll behindert. All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat David je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Ein Mittel zum Zweck. Nein, ist sie nicht. Alter, was ist das für eine Kackwaffe jetzt mal, ganz ehrlich?
Die machen einen dann so viel übel Schaden. Und wir machen denen gar nichts. Na dann. So, wie viel Schuss haben wir noch? Ja, 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 du kannst mich gleich mal. Ich bin schon am Suchen. Oh, danke schön. Darf ich mal schnell wieder umdrehen? Komm, wenn ihr damit im Nahkampf schießen könnt, kann ich das auch. Das lebt nur noch? Nee. Hier ist da noch so ein Ding. Oh, alter Schwede, ey. Jetzt. Schon dabei. Achso, das ist ein Raketenwerfer. Ja, soll der mal ballern. Mehr hab ich nicht. Ja, ist ja okay. Weil den hier. Okay. Lolali und lalala. Warte mal. Okay, wir haben da auf jeden Fall noch genug Munition von. Upsala. Kannst du das Ding nicht an? Ne, jetzt ist es kaputt, ne? Die Familie. Munition, hier. Dankeschön. Was? Seid ihr doch selber. Deckung. Na dann. In Ordnung. Entschuldigung, Elisabeth, du bist mir leider im Weg. So. Dann soll das Ding mal da ein bisschen wüten. Wir kümmern uns um den Drecksack hier. Also dafür, dass sie so viel Schaden mir damit anrichten jedes Mal, ne, ist die so voll scheiße eigentlich. Guck mal, jetzt. Ah. Gib mir deine Waffe, 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 gib mir deine Waffe. Haben wir es jetzt? Okay, irgendwie funktioniert das nicht so ganz. Machen wir das anders. So, die da oben auch. Was gibst du mir? Ich habe gerade nicht zugehört. So, was haben wir denn hier sonst noch? Gucken wir uns mal ein bisschen um. Lalalala. Hier kommen wir nicht lang. Was hast du dabei? Nix Interessantes. Vielleicht ein bisschen Salz, okay. Umzingelt ihn. Guck mal. Hier, du kriegst ein bisschen, hast du eine Steckdose gepackt, ne? Ich habe nichts. Ich will ja auch gar nichts gerade. So, das haben wir auch alles leer. Komm, nehmen wir uns die mal mit. Ja, aber sieht's aus, jetzt müssen wir die Tür da aufknacken, ne? Jo, sieht wohl so aus. Dann gehen wir mal hier rein. Hä? Während eines Kampfes? Das heißt, hier rennt irgendwo noch ein Idiot rum, oder was? Tatsächlich. Wo bist du denn? Hallo, kleiner Freund. Wo bist du? Gib auf! Der versteckt sich doch. Na dann. Aber klar. Hm. Lecke, du Bastard! Wo ist der? Sieht den noch einer? Ist der vielleicht da oben irgendwo drauf, dass der da hochkatapultiert wurde oder so? Hm, ich glaube, das ist gerade ein bisschen buggy. Hä? Wo ist der? Was hört sich an, als würde der hier drin stehen? Ich glaube. Im Kampf nicht möglich. Ich glaube, ich habe den hier gerade eben in die Dings geprügelt. Das wäre dann ein kleiner Bug. Das wäre aber blöde. Hm.
im Kampf nicht möglich. Das ist voll behindert. Ich glaube, ich habe den da eben in eine unsichtbare Ecke oder sowas gehauen. Vermute ich zumindest. Weil ich höre den da in der Wand. Das war doof. Ob wir da so rein... Jo, danke. Dann können wir jetzt mal gucken. Ich probiere es jetzt nochmal. Nö, da kommen wir nicht rein. Mist, ey. Das war's? Nö. Mist, ja, gut. Ich glaube, ich werde das Problem mal offscreen lösen. Und... Oder muss ich hier wirklich nicht rein oder so? Hm. Ich probiere es jetzt noch einmal hier rein zu springen. Ne, das kann man knicken. Ja, ich werde das mal offscreen lösen. Das Problem. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder, ne? Ich glaube, ich werde das einfach mal neu laden oder so und dann bis zu der Stelle zocken, wo hier alles freigeräumt ist. Okay, bis gleich. Tschüss.